Also nicht ihr, sondern die Echsenmenschen. Aua! Kann ich mal richtig ausholen hier. Schlimm. Alter, das sind viel zu viele. Das sind 5 Krieger auf einmal. So, den haben wir schon mal weggekickt. Alter! Alter Schwede. 14 Goldstücke und ein Stück Fleisch. Es könnte jetzt sein, dass ich leider übersteuert habe. Ich hoffe es nicht, aber ich habe die leise Befürchtung. 8 Goldstücke und ein Teleportstein für den Ebenentempel. 3 Stücke Fleisch. Alter Schwede. Das war ein Kampf, sag ich euch. 9 Goldstücke. Echsenschwert nehmen wir natürlich an uns. 14 Goldstücke. Und ja, ihr seht richtig, der hier hat den Namen Anführer. Boah, ey. Alter Schwede. Die Jungs, die sind echt nicht ohne. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da ist eine Panzergrille. Ich glaube, da drin waren wir noch gar nicht. Kann das sein? Mannepilz. Ah, die Panzergrille geht ja noch. Jo, sagte er und haut sie mit 2 Schlägen weg. Stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Daran erinnere ich mich, aber ich glaube, das hat auch einen bestimmten Grund. Denn ich meine, dieser Tempel war für eine Quest noch wichtig. Ja, ich glaube, wir verlassen diesen Tempel nochmal eben. Vor allem, da wir ja auch fast tot sind. Ich wollte ja eigentlich erstmal auch die Insel sichern. Bevor wir hier irgendwie noch was anderes machen. Und bevor wir was anderes machen, werde ich mich erstmal hier ins Bett packen. Also nicht im Real Life, sondern hier auf Tildas ehemaligen Bauernhof. Oder immer noch Bauernhof. So. Er hat uns nichts zu sagen. Er auch nicht. Aber ich habe den was zu sagen, nämlich, dass ich mich ins Bett packe. Aber ich glaube, da hätten sie sowieso nichts gegen, weil wir haben den ja den Arsch gerettet. So, und dann werde ich jetzt nämlich den Teleportstein benutzen. Nein, habe ich nicht vor. Und gehen damit zur Ostküste. Denn dort müssen wir ja auch den Druiden nochmal aufsuchen. Der will ja informiert werden. So, vorsichtshalber ziehe ich schon mal meine Waffe. Ne, hier ist alles friedlich. Okay. Er hat uns nichts zu sagen. Und sie auch nicht, okay. Komisch, hier ist es noch total friedlich. Hm. Okay. Das ist interessant. Aber ich glaube, da oben habe ich gerade was rumlaufen sehen. Nö, doch nicht. War nur ein Irrtum. Ich sehe gerade, wir nehmen fast schon wieder 40 Minuten auf. Alter Schwede. Geht ja gar nicht. Auf jeden Fall gehen wir erstmal zum Druiden Eldrick. So. Der dürfte sich ja noch in seiner Hütte befinden. Genau, ich kann ihn nämlich schon sehen. Ihr wahrscheinlich auch. Moin, Eldrick. Gib auf dich Acht. Toll. Hat ja jetzt viel gebracht, die Reise, ne? Super. Gut, dann fahren wir erstmal... Fahren wir vor allen Dingen. Dann gehen wir erstmal zur westlichen Ruine. Na, jetzt muss ich erstmal den Teleportstein dafür raussuchen, leiser. Zum Glück haben wir die Teleportsteine. So sparen wir uns unnötig lange Laufpassagen. So. Hier sind komischerweise keine Echsenmenschen unterwegs. Sehr interessant. So, und bei Gelegenheit können wir ja eigentlich nochmal das Banditenlager besuchen. Und dort nochmal umgucken, wie die Lage ist. Und vielleicht sogar jetzt auch den, dem Don Bescheid geben, dass die Hafenstadt wieder freigegeben wurde vom Inquisitor. Schreiten nun weiter voran, liebe Leute. Und dafür den Teleportstein zu benutzen, hätte ich machen können, ja.
Aber ganz ehrlich, da das nicht so weit entfernt ist, habe ich gedacht, komm, das machst du so nochmal. Das haust du eben so weg, die Laufpassage. Die ist ja nicht weiter schlimm. Die Frames sind natürlich erstmal wie übelst am Abkacken. Die Arbeiter leben alle noch und arbeiten auch alle sehr gut. Vor allen Dingen Hawkins, die faule Sau. Entschuldigt, wenn ich das so klar aussagen muss, aber das ist so. Für mich ist das eine faule Sau. So, dann haben wir hier nochmal den Rick, der immer noch brav auf seinem Posten steht. Der Super Flash Crash. Auch an dich natürlich, liebe Grüße. Und der Phil, der treibt sich wahrscheinlich oben rum. Könnte ich mir vorstellen. So, Bronco geht immer noch seinem Tageswerk nach. Die Klinge muss scharf sein. Ja, die Klinge muss scharf sein, ganz klar. So. Dann sprechen wir doch mal mit dem Don. Da ist er. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und? Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Alles klar, Chef. Wie sieht's bei dir aus, Fincher? Der hat uns nichts zu sagen. Okay. Wie sieht's eigentlich mit Lernpunkten aus? Wir hätten 10 Lernpunkte und könnten damit unseren Schwertkampf eventuell noch weiter verbessern. Ich glaube, das mache ich sogar. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ja, Schwertkampf 9. Du kannst Waffen aus der... Oh, Zweihandwaffen einhändig führen. Geil. Unterrichte mich im Schwertkampf. Wenn du deine Waffe hinter deinem Körper hältst, kann dein Gegner nicht erkennen, was du vorhast. Du musst natürlich schnell sein, aber das bist du ja. Reißt du die Waffe dann nach oben, brauchst du für die folgenden Schläge weniger Kraft. Hört sich gut an. Und das Beste, dadurch, dass du weniger Kraft brauchst, kannst du sogar zwei Händer mit einer Hand führen. Wenn du willst, sogar zusammen mit einem Schild. Ist das geil, Leute. Nachladen und Spannen ist 20% schneller. Ah, was? Nee, da. Du kannst beliebig viele Angriffsschläge... Ja, geil. Das ist der letzte Skill dann für den Schwertkampf. Dann haben wir nämlich alle Skills zusammen. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Ich gehe mal zur südwestlichen Ruine. Nein, ich benutze sie überhaupt nicht oft. Wie kommt ihr darauf? So. Okay, dann sind wir jetzt hier. Das macht aber nichts. Dann können wir den Weg nochmal nach oben gehen. Und von dort aus direkt Richtung Hafenstadt. Ich weiß, das wird jetzt ein bisschen dauern. Das liegt aber daran, weil wir den dortigen, das kann ich jetzt einfach mal verraten. Denn dafür gibt es natürlich auch einen Teleportstein, aber den haben wir noch nicht. Denn sonst hätte ich mich gleich direkt mit euch zusammen dorthin teleportieren können. Das geht aber leider nicht, weil wir den Teleportstein, wie gesagt, nicht haben. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber das ist leider so in dem Spiel. So. Und dann können wir jetzt den Kommandant Carlos gepflegt sagen, dass er jetzt einen Abgang machen soll. Eps. Ich beschleunige mal ein bisschen die Laufpassage, indem ich hier einfach mal ein bisschen rumhüpfe. Ihr könnt ja währenddessen so ein bisschen meinen, unseren Tränkestand bewundern. Und auch die Fleischvorräte, denn wir haben ja noch jede Menge Fleisch, das wir jetzt auch braten können, theoretisch. Also wir hätten dann richtig viel Fleisch. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Hering wir noch haben. Kann ich am Ende einer Session machen. Dieser Hälfte. Dann kann ich nochmal ein bisschen Fleisch braten zum Schluss. Ist ja eine schöne Idee. Kann man das nochmal zum Schluss machen? Aha. Echsenmenschen. Und zwei Krieger. Also zwei Krieger, die da sind. Da oben laufen auch noch welche rum. Das war ein Volltreffer, würde ich mal sagen. Jo, und auch der ist im Eimer. 14 Goldstücke, wunderbar. Wo ist das Schwert? Wo ist die Waffe? Da ist sie. Gleich mitnehmen. 14 Goldstücke und ein Stück Fleisch. Noch ein Stück Fleisch. Habe ich nichts gegen. Hier ist noch ein Schwert von ihm. Nehmen wir mit. Und dann kümmern wir uns mal um seine Kumpels da oben.
Vorher könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, am Anfang so ziemlich waren hier noch die Krallenfalter unterwegs. Jetzt sind sie hier die Elite-Kämpfer der Echsenmenschen. Aua! Unterwegs. Au, 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 Alter. Double Kill, geil. Ja. Das war nichts, möchte ich mal sagen. Da haben wir gerade dezent auf die Fresse gekriegt. Aber das macht nichts, wir machen es einfach nochmal, ist ja kein Problem. Oh nein, ich schreie nicht rum, weil der Kampf gegen die ist echt heftig. Also jeder, der Reason spielt, schon ein bisschen weiter ist, wünsche ich viel Spaß gegen die Echsenmenschen. Weil das sind richtige, ihr seht es ja, richtige Mistsäue. Alter! Alter! So, jetzt aber. Okay, die haben wir erledigt und wir haben anscheinend gerade eine Quest erfüllt. So. Okay, die Sachen nehmen wir mal alle an uns. 3 Stücke Fleisch und 14 Goldstücke und noch ein Stück Fleisch. So viel Fleisch und so wenig Zeit. So. Wir dürften uns übrigens jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, dem Ende des Jahres mit großen Schritten nähern. Also heute dürfte bei euch der 30. Dezember sein. Alter! Nein! Oh, ich hab's gewusst. Mann. Ich wollte den eigentlich weghaben, bevor der dazu kommt. Aber gut, jetzt sind beide weg. So kann man es auch machen. So, einmal die Waffe. 14 Goldstücke. 9 Goldstücke. Also Goldstücke haben sie nicht sehr viele bei sich, aber dafür sind die Waffen ordentlich was wert, soweit ich das weiß. So, da unten ist noch einer. Alter Schwede. Also ihr seht, hier treiben sich richtig viele von denen rum. Der auch den Namen Echsenmensch hat. Also kein Speer oder so, sondern einfach nur Echsenmensch. 8 Goldstücke nehmen wir auch an uns. So, und dann gucken wir mal weiter, ob hier noch mehr von anzutreffen sind. Ja, sind auch, nämlich 2 Stück. Ich speichere jetzt immer, wenn ich Echsenmenschen sehe. Hervorragend. Ein kleiner Heiltrank, endlich mal was anderes. Wo ist das Schwert? Schwert. Da ist sein Schwert. Ein kleiner Heiltrank. Wo ist das Schwert vom anderen hier? Ich sehe das Schwert. Da ist es. Auch schön. Ich sehe das Schwert. Ach, da ist es hier. Auch super. So. Gut, wir können ja jetzt zu Magnus gehen. Der lässt uns dann rein in die Stadt. Das ist ja gar kein Problem. Oh, da ist etwas zur Seite gegangen. Okay, das ist interessant. Lass mich in die Stadt. Lass mich in die Stadt. Gut. Sehr schön. Keine Widerworte, gar nichts. Einfach nur reinlassen. Wunderbar. Und schon sind wir wieder in der Hafenstadt. Zum dritten und wahrscheinlich jetzt auch wirklich zum letzten Mal, dass wir die Hafenstadt besuchen werden. Denn wir sind ja jetzt nur noch hier, um den Kommandanten zu sagen, dass er seinen Hintern in Bewegung setzen soll. So. Gehen wir einfach mal diesen komplizierten Weg hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt der richtige Weg ist, aber ist ja egal. Es ist der absolut falsche Weg. Scheiße. Ja. Das war ein Fail vom Allerfeinsten gerade. Egal. Dann gehen wir eben hier hoch. Und kommen dann so in die Vulkanfestung, sag ich schon. Gerade nicht. In die Kaserne, sag ich jetzt einfach mal. Ins Wachhaus. Ich hoffe mal, dass wir noch den Stein kriegen. Was ist das für ein Gebäude hier? Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Interessant. Schön. So, dann Felipe. Ja, den haben wir sowieso nichts zu sagen. So, und dann gehen wir jetzt einfach die Treppe hoch, denn dort dürfte sich der Kommandant, der noch Kommandant, rumtreiben. Da ist er. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben.
Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ah, ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. Begeisterung klingt anders, aber das kann man gut verstehen. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Ich pack mich erstmal noch in deinem Bett und penne eine Runde. Du wirst nicht in meinem Bett schlafen. Schade. Naja, man kann es ja mal versuchen, ne? Hätte ja klappen können.